und Wasser. Also die Kaffeemaschine, das weiß ich. Sie haben vorhin Reinhard May gesehen und Sie sehen jetzt natürlich Heidi Brühl, die in Amerika ein Musical entdeckt hat, das es bei uns noch nicht gibt, Heidi. Das haben nicht Sie entdeckt, das haben andere Menschen entdeckt, aber Sie haben es drüben gehört. Sie haben es drüben gehört und haben gesagt, das möchte ich gerne spielen. A Chorus Line. Singen vor allen Dingen, ja. Die Musik ist von Marvin Hamlisch und wunderschön. Mhm. Und Sie singen einen Titel aus diesem Musical und ja, Chorus Line kann man übersetzen. Das sind die Mädchen, die immer in der zweiten Reihe stehen eigentlich, nicht? Das sind Tänzer in diesem Stück. Die aber niemals Solisten sind. Nie Solisten geworden sind. Es ist nur eine Solistin dabei. Sie sind Solistin? Und ich bin sicher, man freut sich auf diese Solistin, auf Heidi Brühl. Und ich habe dieses in Englisch gesungen, weil es noch keine deutsche Übersetzung dafür gibt. Gut, und der Titel heißt wie? Kiss Today Goodbye. Heidi Brühl. The sweetness and the sorrow. We did what we had to do. And I can't regret what I did for love. What I did for my eyes are dry. The gift was ours to borrow. It's as if we always knew. And I can't regret what I did for love. What I for love, gone. Love is never gone. As we travel on, love's what we remember. Kiss today goodbye and point me to tomorrow. Wish me luck the same. Mit Heidi in deutscher Sprache gehen wird. Ich darf Ihnen sagen, der Spielstand rein finanziell gesehen, Herr Linke, 4.000 Mark. Ich würde Ihnen empfehlen, als erstes von den 4.000 Mark eine Kaffeemaschine zu kaufen. So, und 3.000 Mark auf dieser Seite. 3.000 Mark auf dieser Seite, also immerhin, das ist noch alles drin. Und Sie suchen netterweise sich etwas aus Frankreich, Fernsehen, Griechenland, Theaterstücke, Spiele und auf dem Balkon. Frankreich. Frankreich. Achtung, fertig, los! Der Spatz von Paris. Edith Piaf. Die Dame mit dem... Brigitte Bardot. Ja. Die Burschen, die unter der Brücke pennen. Clochards. Mhm. Hohes Gebäude, das höchste überhaupt in Europa, Eisen. Eiffelturm. Jawohl. Dieser Tanz da... Ja. Lied auf Französisch. Chanson. Mhm. Duftet gut. Parfum. Mhm. Schluss. Oh. Das war Schluss. Vielleicht sollten wir von der zweiten Sendung hier vorne doch eine neue Uhr besorgen. Nicht? Also 7 waren das, die hängt immer ein bisschen, die 7. Und wir haben Fernsehen, Griechenland, Theaterstücke, Spiele und auf dem Balkon. Herr Linke, was möchten Sie denn bitte? Fernsehen. Fernsehen, in Ordnung. Prima, Achtung, fertig. Los! Ich sehe nichts. Wo geschossen wird. Im Fernsehen geschossen, Western. Umgebracht. Nein. Mord, Krimi. Wenn nur gar nichts ist, dann kommt ein Schild.
Störung. Unterbrochen. Nein. Vorspann. Nein. Pause. Ja. Einer, der etwas ansagt, vorher, Sprecher. Noch vorher. Ja, er sagt etwas Bestimmtes an. Etwas Bestimmtes, informativ. Nachrichtensprecher. Ja. Danach, gleich danach, kommt etwas, was Sie informiert. Was... Spiel ist beendet. 3 und 7. Also gehen wir jetzt in diesem Falle hier weiter. Wir müssten dann drehen und Heidi sucht sich aus. Letzte Runde. Wir gehen hier jetzt weiter, weil weniger Punkte da sind. Und zwar wesentlich weniger Punkte da sind. Griechenland-Theaterspiele, Stücke, Spiele auf dem Balkon? Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Achtung, fertig, los! Was ist außen rum? Blumen. Grün. Drin. Blumenstöcke. Etwas Langes mit einem Dach drüber. Mit eine Markise. Nein, etwas Rundes. Etwas rund, Gartenschirm, also Balkonschirm, Sonnenschirm. Was kommt von unten hoch und belegt das alles so und ist dreckig? Nebel. Nein, es kommt von unten. Staub. Wenn man ausgeschlafen ist und geht vorne raus, was nimmt man ein? Frische Luft. Man isst. Man isst etwas, wenn man ausgeht. Morgens. Frühstück. Also das möchte ich alle wissen jetzt. Was nehmen Sie ein, wenn Sie rausgehen? Was war das? Frühstück. Ein Frühstück? Erste Mal am Morgen. Das haben Sie vergessen. Erste Mal am Morgen. Auf dem Balkon. Erste Mal am Morgen. Gut, dann kommen wir jetzt hier rüber. Es geht weiter mit Griechenland, Theaterstücke, Spiele. Wer sucht auch? Ich. Griechenland. Griechenland. Achtung, fertig, los. Hauptstadt. Athen. Was herrscht dort eine jetzt neuerdings? Demokratie. Oh, der längste Lauf der Welt. Ach. Oh. Ein Gott? Zeus. Dieses Gebäude mit den Säulen, die so kaputt sind? Akropolis. Griechische Schlagersänger in Deutschland ganz groß. Der Vater schreibt für sie die Vicky, Lieder. Vicky Leandros. Der Tanz? Sirtaki. Ja, ich weiß. 13. Das waren 13. Und es bleiben noch Theaterstücke und es bleiben noch Spiele. Und eben hat Herr Linke gewählt. Da müssen wir umdrehen, den Schirm, nicht? Oder hatten Sie... Jetzt hat es mir erklärt. Gut, Herr Linke müsste also gucken, was möchte er denn haben? Spiele. Spiele möchten Sie haben. Noch Fragen dazu? Keine mehr, nicht? Sie noch Fragen? Sie sind so einfach ist das. Gut, Achtung, fertig, los. Was Sie spielen? Skat. Wenn man sich... Blinde Kuh. Nein, nein. Verstecken. Ja. Jetzt das, was von vorhin, was Sie... Blinde Kuh. Und dann stehen diese vielen Pferd und Burg und König und alles aufeinander auf einem... Schachbrett. Dann gibt es etwas, wo man sich immer wahnsinnig die Haare rauft und es Mich steht... Mich ärgere dich nicht. Dann ist etwas nach einer Farbe benannt, nach einem Vornamen ein Spiel, nach einer Farbe Vornamen. Schwarzer Peter. Das sind 11, das sind 13. Ach, und ganz schnell weiter an dieser Stelle. Nicht weiß, da bleiben nicht uns weiß. Jetzt nur noch die Theaterstücke. Alles klar? Alles prima. Klar. Es geht los. Faust. Von Schiller, die Bunten Clown. Sein oder nicht sein? Hamlet. Leck mich am Arsch. Gott zum Berlin. Auf dem Balkon in Verona. Auf dem Balkon in Verona. Romeo und Julia. Ja, es ist kaputt gegangen, aus Ton gewesen, ein Gefäß. Völlig kaputt, von Kleist. Der zerbrochene Krug. Ja, mit dem Apfel auf dem Kopf. Wilhelm Tell. Ja. Das sind 19 zu 11. 19 zu 11. Ja. Heidi, Herr Linke, ich hoffe, Sie sagen nicht das, was er eben zwischendurch sagte. Ich wiederhole das nicht. Wiederhole das nicht. So, meine Damen und Herren, wir haben ihn wieder. Den Winning Circle. So. Dann darf ich Sie sehr herzlich bitten, Frau Ammermann. Nehmen Sie dort Platz. Reinhard, nehmen Sie dort ich Platz. Ich möchte noch mal sagen, dass das meinem Naturell widerspricht, solche Dinge zu sagen, aber es bedurfte der Klärung der Situation. Ich danke. Ich danke im Namen der minderjährigen Fernsehzuschauer, die das bitte nicht weitersagen und sagen, der Reinhard May hat sogar im ZDF gesagt. Das ist wirklich, das ist Theater, das ist Kunst. In dem Falle darf man das. Es geht jetzt um 3.000 Mark, die Sie haben. Die kann Ihnen keiner mehr nehmen. Es geht jetzt um die doppelte Summe von 3.000 Mark und das, was Sie vorher gewonnen haben, nämlich 3.000 Mark. Ja, das ist viel Geld, nicht? Also, es stehen da oben wieder Oberbegriffe.
die ein bisschen anders aussehen als das, was vorhin mit den Komikern ich so kurz erklärte und so einfach nonchalant dahin sagte. Es ist jetzt natürlich in der dritten Runde ein bisschen schwerer, aber es geht ja auch um viel Geld. Es sind jetzt Dinge, wenn ich zum Beispiel sagen würde, da sind Kaninchen, da sind Hirsche, da sind Rehe, da sind... Hervorragend. Aber jetzt haben sie auch nicht gewonnen. So ist das nicht. Aber alles solche Dinge können da jetzt erscheinen. Und der Reinhard versucht, Ihnen das zu erklären. Sie merken, er ist ganz ruhig. Er ist ganz ruhig, ist auch angeschnallt. Und ich kann nur sagen, nehmen Sie alle Nerven zusammen, bleiben Sie ganz ruhig, dann geht es am besten. Wir haben keine Kaffeemaschine drin. Es kann nichts passieren. Ich sage jetzt ganz leise, es geht los. Der Wind bewegt es übers Wasser und Wolken. Man befindet sich da ein Schiff. Zeppelin? Ein Schiff ist es. Ein Luftschiff. Schiff, das der Wind bewegt, auf dem Wasser. Segelschiff. Nadeln, Zwirn, Schere befinden sich darin. Ich sitze auf einem Hocker, vor mir ist ein Tresen und dahinter eine Dame, die mich zum Trinken eine animiert. Kneipe. Nein, Bar. Ja. Ich befinde mich über mir ist viel Laub. Ist es ein über mir ist viel Laub. Wald. Ich stehe da. Ich stehe, nein, in ein einzelnes Waldstück. Ein Baum. Ja. Lippenstift, Spiegel, Kamm befinden sich darin. Nein, die Damen tragen es. Ja. Man kann darin. Man hat Kleider da. Oh. Was soll ich an der Stelle jetzt sagen? Er hat Kleider drin, war natürlich falsch. Ja. Denn Kleiderschrank, auf dem Kleiderschrank ist es. Ich muss jetzt Herrn Heindl bitten. Herr Heindl, was tun wir? Wir hätten noch Zeit, eine ganz schnelle Lösung zu finden, um das zu korrigieren. Hätten Sie eine Idee, Herr Dr. Heindl? Denn sonst wären es ja nur, wenn ich jetzt die Preise dazu sehe. Was heißt nur? Das ist sehr viel Geld. Sie haben ja immerhin jetzt schon. Nach den Spielregeln haben wir keine Möglichkeit, einen Ausweg gut, zu finden. Gut, in Ordnung, ich habe gefragt. Ich wollte es auf jeden Fall versuchen zu retten. Es ist nicht mehr zu retten, aber es ist sehr viel Geld übrig geblieben. Es sind nämlich jetzt, Herr Dr. Heindl, in der Zwischenzeit waren es 3.000 Mark. Dazu kamen 3, sind 6. Und jetzt kommen 6.100, 6.200, 6.300. Jetzt muss Lachen kommen. 6.500, 6.700 Mark. Das meine ich auch. Gut, dann wäre es das. Ich gratuliere Ihnen. Der Reinhard hat Ihnen viel geholfen. Sehr viel geholfen. Das ist auch ganz schön. Heidi und Herr Linke, Sie kommen auch noch ein bisschen mit hier vorne rüber. Wenn wir uns hier vorne netterweise so vor der Kamera... Was Herr Linke gewonnen hat, dann wer weiß das nämlich gar nicht. Was Herr Linke gewonnen hat, werden wir jetzt auch sofort sehen, wenn Herr Dr. Heindl seinen Schlips gerade gezogen hat und ins Bild kommt, aber nicht hinfällt. Herr Hans-Dietrich Linke hat ganz genau verdient 3.665 Mark, der Rest ist für die Kaffeemaschine. 4.000 Mark. 4.000 Mark haben Sie verdient und Sie haben 6.700 Mark verdient. Also ich würde sagen... Das war nicht schlecht, nicht? Nachdem Sie den Reinhard geküsst haben. Dankeschön. Heidi, Dankeschön, herzlichen Dank. Ich darf das der Heidi geben, als kleines Andenken an den heutigen Abend. Ich darf es dem Reinhard geben. Sag mal, das jetzt hängen Sie bei mir im Zimmer dann, ja? Heidi, ich habe es schon immer versucht, mit irgendeiner Form zu finden, aber jetzt habe ich es endlich gefunden. Gut. Herzlichen Dank, Dankeschön. Heidi, darf ich Ihnen die Blumen in den Arm legen. Ich hoffe, der Wähler verzeiht es mir. Darf ich auf der anderen Seite ebenfalls sagen, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute. Auf Wiederschauen, das war unsere erste Pyramide. Wir hoffen, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Sagen auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sind Sie das nächste Mal bei der Pyramide unser Kandidat und gewinnen damit einen dementsprechenden Preis. Auf Wiederschauen, guten Abend, ein schönes Wochenende. Alles Gute für Sie. Wiederschauen. Dankeschön.